Einen wunderschönen guten Abend, hätte ich bald gesagt. Nein, wir haben ja 14:03 Uhr. Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Dani June Smith. Jetzt habe ich Hallo. aufgepasst, gell? Jetzt hast du es richtig gemacht. Warst du nicht derjenige, der June Carter zu mir gesagt hat? Ja, das war Da ich gewesen. haben sich alle drüber totgelacht, aber ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Ja, Also, sehr geehrt. hallo. Ich freue mich, dass ich da bin. Toll. Also, June. Wir haben jetzt 5 Minuten. Du darfst jetzt was erzählen. Nächstes Jahr, und zwar Nürburgring. Und du hast irgendwie eine Botschaft drin. Bist du auch? Und dann hast du da, glaube ich, noch etwas vor. Also leg los. 5 Minuten schenke ich dir. 5 Minuten, ach du Güte. Also ich bin jetzt im Moment gerade kontaktiert worden von meinem lieben Booker, Gunter Hildebrandt. Und ich werde nächstes Jahr am 27. Juni beim 30. Drag Grand Prix mit dabei sein. Und ja, werden mit dabei sein Black Hawk und Tom Astor und Truckstop. Sehe ich auch endlich mal wieder unseren Dirk, der auch auf meinem Album mitgespielt hat. Da freue ich mich ganz besonders drauf und natürlich auf die ganzen Besucher und dass wir endlich mal dabei sein können. Ja, also das wird auf jeden Fall ein schönes Ereignis. Dann hätten Und wir da noch die Botschafterin. ja, ich hatte letztens das Treffen, das erste Jahrestreffen, bei dem ich dabei sein durfte von der Kinderzukunft. Das ist eine Stiftung hier bei mir im Umkreis. Die arbeitet sehr professionell im Bereich ja, Hilfe für Kinder in aller Welt. Wir haben verschiedene Kinderdörfer und diese Kinderdörfer gilt es eben zu unterstützen. Die Kinder werden von den Straßen geholt, auch teilweise aus ihren Familien raus, wenn diese Familien nicht genug Geld zur Verfügung haben, um die Kinder zu ernähren und ausbilden zu lassen. Diese Kinderdörfer, die geben den Kindern ja alles, was sie brauchen. Also die notwendige Ernährung, die Ausbildung und später können sie sogar über diese Kinderdörfer auch einen Job erlernen und dort auch vor Ort teilweise auch ausführen. Ja, und dort bin ich jetzt tätig als Botschafterin. Unter anderem ist da noch Jessica Schwarz, die dürfte ja recht bekannt sein, die ist auch Botschafterin dort. Ja, Frank Lehmann ist mit dabei. Ja. Der Mario Kautz ist auch mit mir dort als neuer Botschafter willkommen geheißen worden. Ja, also viele nette Menschen getroffen und natürlich auch Musik gemacht mit meinen Jungs. jetzt in einer Woche beginnt ja jetzt die Vorweihnachtszeit, der erste Advent, und Dani June Smith wird doch bestimmt irgendwo im Monat Dezember eine Country-Weihnacht Auftritt haben, oder? Ja, und zwar am 12. und 13. Dezember. Da werde ich in Lutherstadt Eisleben sein und werde dort am Freitagabend auf dem Weihnachtsmarkt wie jedes Jahr sein mit meinem Duo Dennis Little Tennessee. Und samstags werde ich gleich nebenan auf Luthershöfen Musik machen, alle möglichen Stile. Also wir machen Musical an dem Abend, wir machen verschiedene Musikrichtungen wie Rock, Pop oder auch Oldies. Also alles, was man sich so wünscht, gibt es an Wie dem Abend bei verbringt denn die Dani mir. June Smith Weihnachten? In der Familie? Weihnachten? Ja, auf jeden Fall. Also wir machen das immer so, wir kommen alle zu den Eltern ins Haus und zur Oma und zum Hund. Ja, dieses Jahr ist das erste Mal unser Gizmo dabei, unser Baby. Und also das ist unser kleiner neuer Hund, den wir haben. Und wir werden dort zu Abend essen und werden dann danach schön Musik hören, Weihnachtslieder, Bescherung machen, zusammen sein. Und wenn alle noch Lust haben, dann gehen wir noch in die Kirche. In den letzten Jahren waren wir eigentlich immer in der Kirche. Meine Mom geht immer in die Kirche und freut sich natürlich, wenn wir alle mitkommen. Und in den letzten Jahren wurde das eigentlich immer enger und dann gehen wir eigentlich immer alle geschlossen in die Kirche. Ich habe ja gesagt, am Anfang zu so 5 Minuten haben wir ja so, haben wir jetzt irgendwas vergessen? Wir haben ja ein Vorgespräch gemacht, da hattest du, schau mal rauf auf den Zettel. Ich gucke gerade, ne? Wir haben eigentlich alles, was wir besprochen hatten. Aber ich kann natürlich noch viel mehr erzählen, aber in 5 Minuten ist das ein bisschen Ja, wir knapp. haben noch eine Dreiviertelminute, aber ich glaube, du willst doch bestimmt noch einen ein oder anderen Fan grüßen oder vielleicht einen Fanclubleiter, irgendwelchen Menschen frohe Weihnachten wünschen zum Beispiel. Also ich wünsche auf jeden Fall allen Fans, allen Country-Fans frohe Weihnachten. Ich bin gespannt, was beim Goldenen Country Star rauskommt am 6. Dezember. Ich danke euch fürs Voten, dass ihr mich unter die letzten 5 gewotet habt. Und bitte kommt auf meiner Homepage und schaut euch mit uns zusammen am 6. Dezember die Preisverleihung an. Ich weiß noch nicht, ob ich den ersten bis fünf, also einen der 5 werde ich ja bekommen, aber ich weiß noch nicht, welchen ich bekomme. Und es wäre total toll, wenn es der erste bis dritte wäre, weil dann könnte ich live für euch spielen nächstes Jahr. Und ja, schaut.